Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Kritik im Rahmen des Telestammtisches. Und zwar ist es diesmal keine Filmkritik gewesen, sondern wir haben über eine Serie gesprochen. Ich hatte das Vergnügen, kann ich jetzt sagen, die ersten 5 Folgen von Hunters sehen zu dürfen. Die Serie mit Al Pacino, in der es um eine Crew von Nazi-Jägern geht. Zusammen mit Anna und Patrick vom Telestammtisch habe ich mir die ersten 5 Folgen angeschaut. Und was wir von der ersten Hälfte dieser ersten Staffel von Hunters halten, das erfahrt ihr jetzt in unserer Review. Viel Spaß! Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmbesprechung vom Telestammtisch. Wir begrüßen euch, und zwar wir, das sind der Patrick. Hi. Die Anna. Hallo. Und ich, der Michel. Und wir besprechen heute keinen Film, sondern eine Serie. Und zwar eine, die am 21. auf Amazon Prime läuft mit dem wunderschönen Namen Hunters. Und um was es in Hunters genau geht, das erklärt uns jetzt die Anna. Ja, in Hunters geht es darum, dass der junge Jonah bei seiner Großmutter lebt und die wird auf einmal in der Nacht getötet und er will einfach herausfinden, worum es geht. Und dabei merkt er halt immer mehr, dass das mit ihrer jüdischen Vergangenheit im KZ zu tun hat und trifft halt auf eine Gruppe Nazi-Jägers. Und kommt immer mehr in die Gruppe hinein. Mehr ist es eigentlich unterm Strich am Anfang nicht. Genau, eine grobe Ausgangssituation ist ja, es ist halt immer ein bisschen schwierig, bevor ich da irgendwas verrate. Genau, Patrick, magst du mal noch ein paar Eckdaten dazu in den Raum schmeißen? Ja, klar. Produziert wurde es von Jordan Peele. Also der eignet sich für so einen Stoff ziemlich gut. Mit Us und anderen Stoffen hat er ja bewiesen, dass er auch so ein bisschen auf dieser Schiene von wegen, wir prangern jetzt mal unterschwelligen Rassismus an. Hier kann er mal ziemlich großflächigen Rassismus anprangern. Und im Cast haben wir eben Al Pacino. Der spielt so eine Art Bruce Wayne-Verschnitt in alt. Er ist quasi der Kopf hinter dieser ganzen Nazi-Jäger-Sekte. Hauptcharakter ist Logan Lerman, den kennen wir noch als Percy Jackson. Ah, richtig, genau. Und dann haben wir auch, wer Warehouse 13 kennt, Saul Rubinek, das war Artie, also der Chef vom Warehouse. Und da ist diese interessante Verbindung, seine Eltern waren KZ-Überlebende, also passt er auch wie Arsch auf einmal auf diese Serie. Und eben Carol Kane, die man aus Unbreakable Kimmy Schmidt kennen könnte. Und wer mich überrascht hat, Josh Radnor, also Ted Mosby aus How I Met Your Mother, der so eine Art lauchigen weißen Chef-Verschnitt spielt. Ja, genau. Das muss ich so dran denken, Ted Mosby, Nazi-Jäger. Ja, ja, also man muss dazu sagen, mir ging es so, der Trailer zu der Serie vermittelt so ein bisschen einen falschen Eindruck von der Serie. Also als ich den Trailer geguckt habe, dachte ich, das ist so eine Art Ocean's 13 meets Inglourious Basterds. So alles sehr, sehr quirlig, sehr bunt. Da haben wir so diese sehr diverse Nazi-Jäger-Crew mit der Nonne, mit dieser schwarzen, keine Ahnung, was ihre Spezialität ist. Sie ist so ein Bond-Girl quasi. kann kämpfen und schießen. Wir haben hier Josh Radnor als den, er ist Schauspieler, also so ein bisschen der Mann für die Verkleidung und fürs Investigative. Aber auch unfassbar lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist jetzt komplett von How I Met Your Mother losgelöst und hat da einen ganz anderen Charakter gespielt. Hat mir echt gut gefallen. Vor allem, dass er endlich mal wieder einen Erfolg hat. Der war ja nach How I Met Your Mother komplett weg von der Bildfläche verschwunden. Der war raus, ja. Der war echt raus, das stimmt. Ja. Also ich hoffe für ihn, dass es jetzt ein neues Sprungbrett ist, weil da war er echt gut, hat mir echt gut gefallen. Das war mit so einer meiner Lieblingscharaktere in der Serie. Das stimmt, ja. Also der Trailer vermittelt wirklich, dass das Ganze so sehr locker flockig und ne, also sehr viel Action und alles so mit so ganz schnellen Schnitten und so Einblendungen teilweise, wenn sie, das kommt ja teilweise auch vor in der Serie, wenn sie so die Charaktere vorstellen, dass da noch so Schrift eingeblendet wird, was ihre Rolle ist und der Name und so. Und der Trailer vermittelt halt wirklich, dass das alles sehr, sehr locker und humorvoll ist. Aber die Serie hat mich dann tatsächlich überrascht dadurch, dass es doch teilweise einen sehr, sehr ernsten Ton anschlägt. Und auch ganz schön hart ist teilweise. Die Serie hat eine Mischung aus schon locker flockig und Spaß und coole Sprüche, aber dann schafft sie geschickt irgendwie den Sprung, dass es auch mal umschwappt zu ernst. Und ich habe auch oft, vor allem wie die Oma
gestorben ist, da habe ich echt geheult. Also es war wirklich auch sehr, sehr berührend. Mhm. Es war so ein bisschen wie ein Quentin Tarantino-Film mit mehr tieferer Geschichte und mehr Ernsthaftigkeit. Ja, so. Ja. Ich habe es als eine Mischung aus The Boys und aus Inglourious Basterds beschrieben. Man hat hier durchaus einen Comic Relief. Bei den Momenten, wo es in die Vergangenheit, in die traumatische Vergangenheit geht, von diesen Hauptcharakteren, da hast du dann wirklich so eine gewisse nötige Ernsthaftigkeit. Ich finde das auch gut so gemacht, weil würdest du jetzt diese KZ-Vergangenheiten dann auch noch mit so einem lockerflockigen Humor bringen, das wird nicht aufstoßen. Genau. Ja, genau. Das ist halt das, was zum Beispiel bei Inglourious Basterds komplett außen vor gelassen wird. Dass eben, da geht's halt nur um diese kernigen Amis, die halt den. Da geht's nur ums Nazi-Klatschen und dieses ganze Auschwitz- und Holocaust-Thema wird einfach außen vor gelassen. Und die Serie nimmt sich das eben teilweise auch zur Brust, dieses Thema. Und es ist schon, also wie immer, wenn dieses Thema thematisiert wird, ist es halt harter Tobak und die Serie scheut sich auch nicht davor, da wirklich sehr ungeschönt das alles zu zeigen, was da passiert ist. Ja, das stimmt. Du hast aber auch neben dieser drastischen Gewalt auch dann doch wieder cartoonige, überdrehte Gewalt. Ja, das ist so ein bisschen die Jetztzeit und dann noch die Vergangenheit. Gut, was heißt Jetztzeit? Das ist 1977 spielt ja. Die Serie? Genau, es spielt in den 70ern. Genau. In New York und da hast du halt einfach so dieses, was auch die Zeit so angeht, so ein bisschen dieses Chef-Ding, da, wo man halt einfach coole Sprüche macht und dann auch cool mit den Gewaltszenen umgeht, aber dann kommt halt wieder der Switch in das KZ-Lager und das ist einfach dann eine komplett andere Geschichte. Also es sind so zwei Erzählstränge, die parallel nebeneinander herlaufen, schon was miteinander zu tun haben. Der eine ist spaßig und der andere ist eher ernster. Gut, bei dem 77er gibt es auch noch so spaßige Sachen, aber ich finde, das geht gut ineinander über. Das ist eine sehr, sehr gute Mischung. Es sind sogar drei Erzählstränge. Wir haben ja auch den von Logan Lerman gespielten Charakter Jonas oder wie er heißt. Da hast du dann noch so ein bisschen Coming-of-Age-Elemente. Er muss sich da erstmal in dieser Gruppierung zurechtfinden und wenn ihm Gewalt widerfährt, dann ist es auch übel und rau und er ist eben noch ein kleines Kind, er kann sich mal eben nicht aus den Fängen von Nazis befreien, sondern er erlebt das auch sehr unschön, wenn ihm dann was passiert. Ja, genau, also es ist auch so ein bisschen gerade, also man muss dazu sagen, wir haben jetzt die ersten 5 Folgen gesehen davon, es sind glaube ich insgesamt 10, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Genau, und ja, innerhalb von dem Teil der Handlung, die wir jetzt gesehen haben, sieht man halt so ein bisschen, wie er versucht, also erstmal, er will halt den Mord an seiner Großmutter rächen und versucht das erst so ein bisschen auf eigene Faust und lernt dann halt relativ schnell, dass in diesem, wenn es ums Nazi-Verfolgen geht, ist es eben kein Job, den man alleine tun sollte, wenn man keine Ahnung hat. Und er gerät halt da relativ schnell unter die Räder und muss dann sich langsam, aber sicher in dieser Nazi-Jäger-Crew da seine Sporen verdienen. Was ich dann aber auch schön finde, dass dann auch in diesen Gruppierungen dann doch so gewisse Grautöne getroffen werden, dass sie sagen, ja, die sind zwar scheiße, aber nicht komplett, dass sie da nicht komplett verteufeln, sondern sowohl bei den Guten als auch bei den Bösen immer wieder so graue Töne durchschimmern lassen. Aber wo bitte ist denn, da muss ich dir jetzt widersprechen. Weil zum Beispiel der Schauspieler heißt Dylan Baker, der hat den Biff Simpson gespielt. Wo ist der bitte gut? Der ist komplett wahnsinnig. Ja, also ich erzähle jetzt nicht die erste Szene, weil das will ich nicht vorab nehmen. Aber da ist nichts Gutes an dem dran. Nein, ich sage, die Serie hat gewisse Grautöne. Ich sage nicht, dass die in allen Charakteren. Aber da, du hast zum Beispiel so ehemalige NS-Leute, die dann doch immer wieder mit sich hadern. Es gibt zwei, die sind durch und durch böse. Das sind Dylan Baker und dann hast du noch das quasi jugendliche Gegenstück zu Jonah. Der ist auch so durch und durch böse. Also die sind so richtig cartoonesk, wenn sie die Gewalt ausüben. Ja. Die sind komplett wahnsinnig. Anders kann man es nicht beschreiben. Das ist so ein Punkt, wo die Serie teilweise auch so leichte Comic-Verfilmungs-Vibes hat, weil diese Nazi-Endgegner, die sind da dauernd, also sie springen quasi von einem, die arbeiten da so ihre Liste ab, die sie da quasi so in ihrem Hideout da hängen haben. Und es geht halt von einem Nazi-Schergen zum nächsten und die sind quasi schon so ein bisschen sehr cartoonhaft überzeichnet teilweise. Vor allem, du hast dann auch noch Jonah, der dann in einem Comic-Shop zusammen mit seinem besten Kumpel arbeitet und dann reden die auch immer wieder metamäßig über Batman und Robin und diverse Comic-Sachen.
Genau, das fiel total auf, dass in dem ganzen Film, also nicht nur er und seine Kumpels, sondern überhaupt ganz viele Figuren da ganz viele so Comic-Allegorien bringen und ihn, also hier den von Al Pacino gespielten Maya Offerman, der quasi der Kopf der Organisation ist, der wird ganz oft mit Bruce Wayne verglichen, weil er halt reich ist und dann so in seinem Büro so eine Geheimtür hat, wo sie dann so ihren Hideout da haben, wo sie dann ihre Coups da planen und so. Also die schmeißen ganz viel mit so Comic-Anspielungen um sich. Mhm. Mit dem, was die 70er Jahre halt so hergegeben haben, und das war nicht wenig. Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja. Was ich total faszinierend finde, ist, dass mich dieser ganze, also wenn man das jetzt so runter aufzählt, von wegen ist, wir haben hier lustige Actionhelden, wir haben überzeichnete Bösewichte, wir haben Comic-Anspielungen und wir haben Nazis und wir haben hier Auschwitz-KZ-Geschichten von Insassen und so. Aber die Serie schafft es irgendwie, dass sich das nicht beißt. Also ich habe jetzt zu keinem Moment gedacht, so boah, das passt jetzt aber gar nicht zusammen. So irgendwie gibt das alles einen total skurrilen, aber coolen Mix. Das fand ich echt gut. Und es ist halt einfach zum Lachen und es ist halt einfach auch zum Traurigsein. Ja. Ich finde, dass es einfach auch mit dem Thema anständig umgegangen wird. Weil grundsätzlich ist es gerade krass modern in Hollywood. Nazis klatschen, yeah! Und ich habe auch zurzeit auch ein bisschen Problem damit, dass das Dritte Reich und Hitler auch so eine Popkultur geworden ist, was mich auch ein bisschen erschreckt. Aber auf der anderen Seite geht Hunters damit extrem gut um. Das stimmt, ja. Also ich bin ein bisschen immer dagegen, wenn man das so krass verdämonisiert, weil man soll jetzt auch nicht noch mehr Angst vor diesen Figuren, die es ja damals gab, jetzt schüren. So, also man soll das ja nicht überhöhen, das Ganze. Ja. Man darf sich da auch gerne drüber lustig machen. Aber diese Serie schafft halt wirklich den Spagat zwischen, die sind irgendwie alle cartoonhaft so ein bisschen überhöht, aber trotzdem verliert man nimmt die ganze Zeit ernst. Also man weiß, diese ganzen Nazi-Schergen, das waren alles Monster. Ja. Und die haben auch ihr Schicksal dann jeweils auch verdient. Man verliert auch nicht den Respekt vor den, also die nehmen auch nicht den Respekt vor den KZ-Häftlingen. Genau. Das war sehr wichtig. Genau. Es ist halt wirklich so ein Drahtseilakt, dass diese Elemente alle miteinander funktionieren. Hättest du im falschen Moment Comedy, dann wäre das fast schon parodiemäßig rübergekommen, aber. Das wäre nicht gut. Nee, ja. Aber ich finde, diese Mischung, die trifft noch am ehesten so diesen Zeitgeist, dass du da keine platte Comedy machst, wie er ist wieder da, sondern eben auch wirklich da mit dem nötigen Respekt rangehst und trotzdem die Charaktere ihre fröhlichen Momente oder ihre Siege gönnst oder eben auch, dass die da miteinander rumwitzeln. Von den Dialogen her ist es auch wieder so ein bisschen Tarantino, dass sie teilweise über nichts reden und du hast auch daran Spaß. Ja, ich habe aber noch eine andere Frage. Habt ihr verstanden, was die auf Deutsch gesagt haben? Diese Akzente. Das ist so ein Punkt, also ich würde es jetzt nicht als Negativpunkt auslegen, aber es war so eine Sache, die mich so ein bisschen rausgerissen hat immer wieder. Also man hört halt ganz viele, gerade in den Rückblenden, ganz viele Nazi-Offiziere halt auf Deutsch sprechen. Und ich glaube, bis auf einen einzigen haben sie alle, waren das halt alles Amis, die halt versucht haben, irgendwie da mit laut phonetisch. Das fand ich, ehrlich gesagt, ein bisschen peinlich. Ja, die halt einfach phonetisch da ihren Text runtergelesen haben. Aber man weiß genau, das sind alles keine deutschen Muttersprachler, sondern die lesen das halt einfach ab. Und es alles mit diese Akzent gesprochen. Ja. Ja. So. Ah, okay, da ist Untertitel. Jetzt reden sie wieder Deutsch. Es war tatsächlich schwer zu verstehen, ja. Bis auf diesen einen, diesen Nazi-Doktor. Das war wohl offensichtlich ein deutscher Schauspieler, weil der hat lupenreines Hochdeutsch gesprochen tatsächlich. Ja, ich habe halt die Angewohnheit, dass wenn ich weiß, dass die Charaktere angeblich Deutsche sein sollen, dann switche ich auf die englische Tonspur. Da habe ich leider schon deutlich Schlimmeres erlebt. Aber ja, es hat so einen gewissen Humor, der dann doch wieder rausreißt. Aber da fand ich das halt bei Inglourious Basterds besser, weil sie halt dann für die Deutschen auch deutsche Schauspieler genommen haben. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, warum sie da amerikanische Schauspieler genommen haben und denen deutsches Drehbuch. Das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Weil es ist halt einfach so, es waren Deutsche, nehmt deutsche Schauspieler. Der Charakter ist ein Schwarzer, also nehmen wir einen Schwarzen. Der da ist ein Asiate, also nehmen wir einen Asiaten. Der da ist ein Deutscher, also... Ja, ich finde, sowas wird halt nicht für den deutschen Markt produziert. Und für Amis funktioniert es so. Ja? Die können kein Deutsch, die merken, okay, da spricht jemand Deutsch, aber ob das jetzt authentisch klingt oder nicht, ist ja für die englischsprachigen Zuschauer erstmal wurscht.
Genauso wie ja, aber das fällt halt nur uns deutschen Muttersprachlern auf, dass das eben komisch klingt. Genau. Aber da muss ich sagen, dass bei Inglourious Basterds haben sie einfach auch global gedacht. Ja. Ja, wir nehmen Deutsche mit rein, wir haben Spaß damit, also auch mit denen einen geilen Film zu machen. Mhm. Und es ging ja da eigentlich nur klamaukisch ums Nazi-Klatschen. Und ja. Da war es halt einfach so, dass man halt einfach gemerkt hat, aha, der hat jetzt auch an uns gedacht, weil das sind ja auch Deutsche und die Deutschen wollen sich vielleicht den Film auch gescheit angucken mit englischen Untertiteln und so weiter. Und das fand ich halt einfach total sympathisch, weil einfach auch, oh cool, das ist ja ein deutscher Schauspieler, wie gut. Das ist halt die Liebe zum Detail, die halt Tarantino hat, ne? Ja. Aber ich fand's, also unterm Strich, ich fand's jetzt wie gesagt kein Negativpunkt. Es reißt einem manchmal so ein bisschen raus, wenn dann da der fies reinschauende, gelgeschaltete, in schwarzer Uniform, im Stechschritt einherschreitende Nazi-Offizier da ins Bild kommt und dann sprickt er so. Das passt halt nicht so richtig ins Bild. Das ist eben sowas, das sich schwer ins Deutsche dann auch übertragen lässt. Ich weiß gar nicht, wie sehr dann die deutsche Synchro drunter leidet. Wir haben ja auch ein Problem, wenn die Ami-Akzente haben. Das lässt sich auch schwer übersetzen. Ich würde behaupten, dass sie das in der deutschen Fassung einfach ignorieren. Dann sprechen die einfach alle Deutsch. Ja. Ja, wahrscheinlich. Alles andere macht auch keinen Sinn. Also. Ja. Ne? Die übliche Ausweichmethode, was sie ja gerne mal machen, wenn dann Deutsche mitspielen, dass sie dann Dänen sind oder Schweden. Ja. Das kannst du in dem Fall halt nicht bringen. Ja, gut, aber das ist das Einzige, was. Also eins der wenigen Sachen, die mich so ein bisschen genervt haben. Ich fand generell, also wenn das jemand auf Englisch guckt, ich fand ein bisschen schwer reinzukommen generell in das Gesprochene, weil also es gibt ja nicht nur die Deutschen, die mit Akzent sprechen, sondern es sind halt auch ganz viele jüdische Protagonisten dabei, die auch wirklich so jiddeln, ja, also auf Englisch zwar, aber und dieser jüdische Akzent auf Englisch, da hatte ich echt so einen Moment gebraucht, bis man da so drin ist und da mitkommt. Und Al Pacino spricht sowieso krass Akzent. Der ist so hart. Der ist echt manchmal schwer zu verstehen. Aber der hat eine sehr, sehr gute deutsche Synchro-Stimme, da müssen wir ehrlich sein. Das stimmt, ja. Ja. Ich habe auch prinzipiell gar nichts gegen deutsche Synchros. Ich gucke ganz viele Sachen auf Deutsch, aber in dem Fall war die englische Tonspur echt so, man muss so ein bisschen mit beiden Ohren dabei bleiben, sonst ich habe eine halbe Stunde nach einem deutschen Untertitel gesucht, aber ich habe es nicht gefunden. Ich habe schon direkt Untertitel. Ach so, ja, aber stimmt. Das wirst du dann bei Prime wieder drin haben. Ja, nee, aber ja, da hast du recht. Die Amerikaner, die nuscheln halt einfach auch so krass. Ich muss gerade mal, also normalerweise notiere ich mir immer ganz viele Stichpunkte, wenn ich sowas bespreche, aber ich sag jetzt mal, es spricht für die Serie, dass ich währenddessen keine Lust hatte, irgendwie mitzuschreiben, weil ich fand sie wirklich fesselnd. Ja. Diese fünf Folgen haben mich wirklich an den Bildschirm geklebt und ich habe jetzt tatsächlich meine Punkte, die ich notiert habe, schon abgehakt. Ich kann jetzt nur noch halt wirklich mal so langsam zusammenfassend sagen, dass ich die richtig geil fand, die Serie. Ja. Und jetzt schon nicht abwarten kann, die letzten fünf Folgen noch zu gucken. Ja, ich hätte noch einen Ergänzungspunkt. Ich fand halt auch Saul Rubinek und Carol Kane als Ersatzeltern von Jonah ganz cool besetzt. Also die bringen dann noch so diese menschliche Wärme mit. Ach, diese zwei Waffennarren. Genau. Ja, die fand ich halt noch ziemlich nett besetzt. Äußerst sympathisch, ja. Mhm. Ja, aber was mich gestört hat, was mich auch noch gestört hat, ist, dass diese Schwarze, die war Carol Hethrow. Die für die NASA gearbeitet hat. Ja, genau. Ah. Warum war die dabei in der Gruppe? Die kommt denen auf die Schliche. Die ist ja da noch nicht großartig im Team, aber wenn da jemand anfängt, in der Umgebung Nazis zu meucheln, dann fällt das eben auf. Ach so, nee, ich meine nicht die, dann habe ich sie verwechselt. Ich meine die Millie Morris, die Jerrica hinten, nicht die Polizistin, sondern ganz verwechselt. Warum ist die in der Gruppe mit dabei? Was hat die für einen emotionalen Grund, da mitzumachen? Das ist keine Ahnung. Das kommt vielleicht noch. Also man hat ja tatsächlich erst in der fünften Folge so ein bisschen Background-Story von ihr gekriegt. Vielleicht kommt das noch. Also man kriegt ja so nach und nach in jeder Folge so ein paar Häppchen zugeworfen, was die einzelnen Mitglieder dieser Crew da für einen Background haben. Vielleicht erwartet uns das noch in den letzten fünf Folgen, Schon sein. Weiß man nicht. Wir haben übrigens einen weiteren Erzählstrang völlig vergessen, nämlich die FBI-Ermittlerin. Ja, das stimmt. Das war ja das, was ich erwähnt habe. Das NSA war das. NSA, okay.
Also, ne, ja. Dass die quasi doch die andere Seite der Medaille quasi beleuchtet, dass sie dann versucht, diese Nazi-Morde eben von der anderen Seite her aufzuklären, was da genau passiert ist und ja. was mit ihr und so passiert. Und die sich eigentlich sehr gut anstellt damit. Ja, sie ist nicht doof, das stimmt schon. Ja. Also man ist irgendwann an dem Punkt, wo man tatsächlich auch ihr wünscht, dass sie denen auf die Schliche kommt. Obwohl sie ja, eigentlich ist sie ja auch eine Antagonistin, ja. Also wenn, nach dem Motto, wenn sie rausfindet, wer das war, dann haben die ihr am anderen eben auch die Arschkarte. Aber man fiebert so ein bisschen beiden Gruppen mit und wünscht ihnen so den Erfolg. Was ich aber auch ganz cool finde, ist die Lebenssituation, dass sie lesbisch ist. Ja, das fand ich eigentlich auch so einen ganz coolen Nebenstrang. Und aber weiß nicht, ob das in diese damalige Zeit gepasst hat, also ob das da so offen damit umgegangen wird. Das ist halt die andere Frage. Das, naja, sagen wir so, ich würde sagen, das zeigt noch so ein bisschen mehr, dass sie eben generell kein leichtes Leben hat. Sie ist eine schwarze, lesbische Frau in den 70ern. Also sie eckt halt, sie trifft halt an jeder Ecke auf Vorurteile. Ja, sie ist das Kämpfen stimmt, gewöhnt. Sie ist die Randgruppe der Randgruppe der Randgruppe. Ja, genau. Sie ist es gewohnt zu kämpfen. Also. Ja, genau. Ja. Ja, ich denke, das soll damit reinspielen, dass sie eben generell schon in ihrem Alltag zu kämpfen hat und jetzt eben dann auch versucht, quasi im Alleingang diese Morde an den Nazis da aufzuklären. Mhm. Alrighty, ja. haben wir noch was an Details oder wollen wir mal langsam zum Fazit übergehen? Ich habe keine Details mehr, vor kann allem, ich nur empfehlen. Wir wollen auch nicht groß auf die Handlung eingehen, da wollen wir keine Überraschung vorwegnehmen. Nee. Genau. Dann würde ich jetzt tatsächlich nochmal zusammenfassend sagen, also wie gesagt, die ersten 5 Folgen fand ich fantastisch. Würde die Serie schon jetzt als eine der besten bezeichnen, die ich in letzter Zeit geguckt habe. Man soll natürlich jetzt nicht über den Tag nicht vor dem Abend loben, ja. Man, nicht, dass das uns mit einem Game of Thrones Ende überrascht am Ende ist. Glaube ich aber. Tut so weh. Danke. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Also bislang, die ersten 5 Folgen haben richtig Appetit gemacht auf mehr. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich war auch positiv überrascht von der Serie und ich weiß auch schon, dass ich die mit Kumpels sehen werde, auch wenn einige Folgen, das haben wir nicht erwähnt, teilweise Spielfilmlänge haben, also bis zu 90 Minuten gehen, aber das fühlt man nicht. Die Folgen laufen so durch und man fühlt keine Längen, bisher zumindest nicht. Nee, überhaupt nicht. Genau, die Pilotfolge war, glaube ich, 1:20 oder so. Ja, die ersten 2-3 Folgen waren so 1:20 bis 1 Stunde locker. Ja, aber es stimmt, es fühlt sich nicht lang an. Es spricht auch dafür. Ist die Frage, wollen wir eine Bewertung abgeben für eine Serie, die wir nur halb geguckt haben? Ich kann so einen Ersteindruck abgeben und wie wir das bisher gefunden haben. Ja, würde ich auch sagen. Okay, möchtet ihr anfangen? Dann geben wir, was vergeben wir denn? Sterne? Ja. Oder? Wir vergeben achso, du meinst jetzt irgendwie so. Respektvoll geklatschte Nazis. Ja, genau. Nazi-Klatschen. Nazi-Klatscher. Also, ich würde tatsächlich 4 Nazi-Klatscher geben. Ja. Weil perfekt war sie nicht. Das mit dem Deutschen hat mich halt ein bisschen geärgert. Aber wahrscheinlich hätte ich das besser gefunden, wenn ich es komplett auf Deutsch geguckt hätte. Aber jetzt, das hat mich zum Beispiel gestört und sonst eigentlich nichts. Patrick, du? Ich fand es auch eine schöne, ungewöhnliche Mischung. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich bin gespannt auf die 5 letzten Folgen, hoffe, dass sie da nicht auf die letzten Meter sich irgendwie verstricken, aber ich gebe dem auch wohlwollend 4 von 5 Nazi-Klatscher. Respektvolle Nazi-Klatscher. Ja, da schließe ich mich an. Ich gebe auch 4 von 5 respektvolle Nazi-Klatscher mit Tendenz nach oben. Zumindest bis zu dem Punkt, wo ich es jetzt gesehen habe, würde ich sagen, das kann tatsächlich sich noch steigern, wenn das Ende einigermaßen, also wenn das Finale von der Staffel das hält, was es bis jetzt verspricht, dann kann da vielleicht noch mehr rauskommen. Aber ansonsten gehe ich mit 4 von 5 mit. Gut. Alrighty. Yeah. Möchtet ihr noch ein bisschen schamlose Eigenwerbung machen? Jeder, der Bock auf Comics hat, der kann zum Comic-Katze-Stammtisch jeden zweiten Mittwoch in München Kleinze 17 kommen. Um 19 Uhr. Okay. Ist für mich ein bisschen weit, aber für alle, die... Ja, alle Münchner halt. Ja,
ich bin öfter hier vertreten und man kann jetzt endlich mal wieder sagen, wir haben jetzt letztes Wochenende eine Folge Comic-Cookies produziert. Da könnte in den Wochen auch endlich mal wieder ein kleines Comeback kommen. Also wir sind zurück und da kommt demnächst endlich mal wieder eine schöne, gute Folge raus, auf die man sich freuen kann. Alrighty. Ah, ihr habt Rezensionen über Comics? Das auch, ja. Schwerpunkt ja. Comic und comicbezogene Filme und Serien. Okay, cool. Also das ist das, was du hier bei dem Dorf hast. Das ist von unserem Frankfurter Stammtisch aus quasi mit organisiert. Also, wir haben München da quasi ein paar. Ist größer als Frankfurt. Ja, das glaube ich dir. Aber trotzdem, es ist daraus in etwa entsprungen von dem Frankfurter Stammtisch. Das können wir dann gleich noch klären, wenn die Mikrofone aus sind. Genau. Okay, okay, apropos Comics, bei mir läuft auch wieder so, gibt es wieder ein paar neue Comics. Ich habe meinen Webcomic Sachen gibt's. Da geht jetzt auch endlich mal wieder ein paar neue Folgen los. Hoffentlich bleibt es dabei. Und ansonsten gibt es meine eigenen Film- und Serien-Podcast Sach bloß. Da geht es jetzt auch wieder weiter in der neuen Staffel im neuen Jahr. Und da kommen jetzt auch demnächst wieder ein paar neue Folgen. So, dann würde ich sagen, schamlose Eigenwerbung Ende. Wir haben alles gesagt und ich würde sagen, dann freut euch auf diese Serie. Sie hat uns allen dreien sehr Spaß gemacht und dann gehen wir jetzt einfach mal wieder zurück an welche Filmkritik auch jetzt immer im Telestammtisch noch kommt und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis bald. Ciao. Ciao. So, das war sie, meine erste Serienreview für den Telestammtisch. Es hat wirklich Spaß gemacht, diese ersten 5 Folgen mal so im Vorab sehen zu dürfen und vor allem bei so einer geilen Serie, die ich vielleicht so gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte, wenn ich jetzt hier nicht die Möglichkeit gehabt hätte. Also für alle Amazon Prime-Kunden eine ganz klare Guck-Empfehlung für Hunters. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls dem so sein sollte, dann drückt gerne sämtliche Like und Teil und alle anderen Knöpfchen, die euer Wohlwollen ausdrücken. Erzählt es ein bisschen weiter, macht ein bisschen Werbung für Sachbloß und für den Telestammtisch natürlich. Da könnt ihr sehr gerne auch vorbeischauen. Da gibt es immer einen wunderschönen Überblick über das komplette Kinoprogramm. Und wenn ihr ein bisschen Klimpergeld übrig habt, schmeißt es mir gerne in die Kaffeekasse auf Ko-fi und Patreon. Wisst ihr ja alles Bescheid. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das anhört. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.